Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gotik. Ich bin die Zockerbraut und wir befinden uns hier in der alten Mine. Eigentlich schon ganz unten in der alten Mine. Denn wir haben in der letzten Runde ein Zahnrad gefunden, hip hip hurra. Und ja, jetzt ist uns ja auch klar, warum hier eigentlich alles still steht und niemand mehr was tut. Denn es ist der Stampfer kaputt. Dem ist nämlich ein Zahnrad gebrochen. Und Ian hat uns beauftragt, ein Zahnrad für ihn zu finden, das wir jetzt ja in der Tasche haben. Das ist ja fein, das ist mehr als fein. Orksklave. Nö, der quatscht einfach nicht mit uns. Aber jetzt kann man ihn besser beglubschen. So schauen halt diese Viecher aus. Da sollte sich mal die Zehennägel schneiden. Servus, Viper. Huch, Blaseballen. Die Arbeit möchte ich nicht da. Hey, Viper. Gibt's irgendwas Neues? Für Gomez. Für Gomez. Kannst du mir Erz geben? Kannst du mir Erz geben? Wenn du mir Waren geben kannst. 660. 3300 haben wir eh. Ja. Bäh. Was hätten wir? Also hier, ja? Zahnrad. So. Barabam, barabam, barabam. Schattenläuferfell, ja. Machen wir mal auf 600 oder 650, machen wir so. So. Bam, 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 bam. Her mit dem Erz, her mit dem Erz. Wir brauchen so viel davon. Bam. Bam. Tschüssi. Hui ja. Goanakosch. Gibt's irgendwas Neues? Was machst du hier? Nee, dann haben wir letztes Mal. Schläfer, erwache. Na, bitte nicht. Mit dem haben wir eh letztes Mal gequatscht. Da drüben. Da drüben könnten noch Minecrawler sein. Das schaut schon wieder so komisch aus. Was haben wir da? Höllenpilze. Schläft der? Karadist. Ich glaube, der hat das Zeitliche gesegnet. Ja, bist auch von oben runtergefallen, ne? Ja, ja. Da hinten wurdelt ein Minecrawler. Welche Seite zuerst? Die oder die? Oder die oder die? Die wurden angegriffen. Von diesen Bestien. Da speichern wir mal schnell. Diese Mistviecher. Und das ist noch höflich ausgedrückt. So, komm her. Oh weia, hat's weh getan. Hat's Batsch gemacht. Oh, du armes Viech. Na komm her. Mach kein Theater. Schön herkommen. Jo, bist du brav. Ja, komm her. Ja, und Batsch, ne? Ja, so muss das ausschauen. Feine Geschichte. So. Dieser Trakt ist auch sauber. Da brauchen die jetzt auch keine Angst mehr haben. Alter, wie viele Pfeile. Da muss wirklich schon mal wer hier gewesen sein und versucht haben, gegen diese Piste anzukommen. Da die ganzen Skelette, die so herumliegen, ja, haben sie den Kampf verloren. So. Passt, die haben wir alle. Gibt's hier was Interessantes? Nope. Da oben vielleicht? Die Leiter, ne? Leiter und ich. Bist du Freund oder Feind? Diese Leiterbosse können aber auch one-hitten, ne? Einmal die Sprosse verfehlt und ich bin eh schon tot. Mal schauen, ob es da oben was Leckeres gibt. Oder was Brauchbares. Wie gibt's das, dass da oben ein Skelett ist? Ist der arme Hund etwa hier oben gestorben, weil die Minecrawler unten waren und er wollte nicht von denen gefressen werden? Arme Sau. Was hatte der denn jetzt für einen Ring? Geschicklichkeitsbonus 5.
Ja, nicht schlecht. So. Seine Liebeleiter. Gut, läuft. Schwupp. Da-da-da. Schwupp. Bam-bam-bam. Was? War da was? Nö, hat mich getäuscht. Tralala, tralala, tralala. Da ist noch ein Höllenpilz. So, der Trakt ist sauber. Brauchst keine Angst mehr haben. Und dein Kumpel, der sich in Luft aufgelöst hat oder schon beerdigt worden ist, wahrscheinlich eher so, den werden wir jetzt auch rächen. Wo ich ein bisschen Schiss habe, sind die Minecrawler Warrior. Die sind quasi die Krieger unter diesen Pestchen. Und ja. Mahlzeit. Die könnten doch unangenehm werden. So. Oh, da ist ein Rahmkraut. Zuerst kämpfen. Okay, hab schon gemerkt. Da. Und auf die Gusch. Ja, komm. Umso mehr du dich wehrst, umso länger dauert das Prozedere. So ist er brav. Im Grunde sind sie eh brave Viecher. Lassen sich eh nicht allzu lange bitten, abzunippeln. Und Schwert. Grobes Schwert. Ja, komm her. Na, nütz, nütz, nütz. Patsch, patsch, patsch. Patsch, 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 patsch. Na, kommst her. Patsch, patsch. Noch einer. Ja, gerne. Schön der Reihe nach. So ist es brav. Schön hinten anstellen. Ja, trau dich. Geht ja. So. Speichern. Ja, speichern ist die halbe Miete. Ihr ekelhaften Viecher. Hier kommt der Kammerjäger. Wieso bist du so verletzt? Hat es für der gewesen sein, der die Gardisten angegriffen hat? Nieder mit dir, du Viech. Boah, das ging gut. Ja, irgendwas. Entweder hat das Viech da jetzt alles voll geblutet. Mit Erdbeersoße, Waldbeersoße, so war das, genau. Voll gemacht. Oder sie haben da irgendjemanden. Oder sie waren gerade am Kochen, genau. Sie wollten mal versuchen, wie man eine Erdbeersoße oder eine Waldbeersoße macht, genau. So, gut. Sonst gab es ja nichts zu holen, ne? Sehr fein, dann können wir darauf zu Ian gehen und ihm sein Zahnrad geben. Leute, wir schlagen uns gar nicht mal so schlecht. Hm, was war da? Also Inno, der Minecrawler, ne? Ich denke immer, ich vergesse da was. La la la, la la la. So, Burschen, der Trakt ist auch sauber. Jetzt könnt ihr wieder da normal hackeln. Keine Panik. Müssen wir da einen Bericht abgeben, dass wir das sauber... Für Gomez! Für Gomez. Sehen wir es über die Mine? Wer hat dir das sagen? Weißt du, was über die Minecrawler? Wie steht's? Muss man da was machen? K. Wie steht's? Wie steht's? Mann, geh mir nicht auf den Sack. Das ist ein Codewort für, also der hat eine Pause gemacht. Das ist eine ein Codewort für, komm später wieder. Genau. Da habe ich das alles liegen lassen, ich hier nie? Unglaublich. Ja, für später habe ich wahrscheinlich gedacht. Für später. Boah, da will ich nicht runterfallen.
Ich bemühe mich ja, nicht tollpatschig zu sein, aber hin und wieder passiert's halt. Der Ork hat immer noch Pause. Das wird sich jetzt, glaube ich, nicht mal allzu lange spielen. Und da oben, da drin, gehen wir dann als nächstes rein. So. Da habe ich eh letztes Mal alles mitgenommen. Passt. Dann gehen wir zu Ian. Da ist eine Leiter. Wo geht die hin? Leiterboss 2.0. So. Vielleicht ist da oben ja noch was Tolles für uns. Ein Erzbrock wahrscheinlich und, weiß ich nicht. Der Tod. Ja, der Tod ist da oben. Der hat gerade Hallo gesagt. Und der Beinbrecher Franz auch. So. Ian, wir haben was für dich. Was Tolles, was Feines. Hurra, yippie, hurra. Lalala, lalala. Lalala, lalala. Lalala, lalala. Lalala, lalala. Ist trotzdem ziemlich weit zum Hatschen. Ich habe eure Arbeit gemacht, ihr Sandler. So. Jetzt habe ich die Sandler beleidigt. Bei uns ist das auch ein Ausdruck für jemanden, der gerade eine ruhige Kugel schiebt. War keine böse Absicht. So, Ian. Für Gomez. Für Gomez. Ich habe das Zahnrad. Ich habe das Zahnrad. Hey, gut gemacht. Ich denke, das wird klappen. Nun zu dir. Du suchst das Nest der Mindcrawler. Hm. Geh mal zu Asghan. Er soll das Tor öffnen, damit du die dunklen Schächte durchsuchen kannst. Sag ihm einfach, alles wird gut. Dann wird er wissen, dass ich die Erlaubnis gegeben habe. Okay. Danke dir. Ich schaue mich mal um. Mach keinen Ärger. Ich doch nicht. heißt es, ich muss jetzt wieder ganz runter, ne? Bäh. Immer wieder auf und nieder. Immer wieder in die alte Mine rein. Tralala. Tjo. Na fein. Das wird nicht mein Ball. Ja. Ich bin mir noch sicher, dass wir nicht das letzte Mal jetzt rauf und runter gelaufen sind. Yep. da lang. Hoffe ich doch. Tralala. Und Butler und Ork, so, deine Pause ist vorbei. Boah, der kann das. Leute, bei solchen Gerätschaften immer Finger weg. Also dort, wo es drauf stampft. Das könnte böse wehtun. So. Servus. Für Gomez. Für Gomez. Ich muss hier verzeihen. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Es muss hier irgendwo ein Nest der Minecrawler geben. Dieser ganze verdammte Berg ist ein einziges Nest. Warum ist dieser Schacht versperrt? Egal wie viel Crawler wir getötet haben, von dort kamen immer wieder mehr. Dann wird dort irgendwo ein Nest sein. Lass mich das Tor öffnen. Nein, erst wenn Ian die Erlaubnis gibt, wird dieses Tor geöffnet. Vorher geht gar nichts. Hey, Asghan, so, du kannst das Tor öffnen. Hey, Asghan, du kannst das Tor öffnen. Ich habe dir schon einmal gesagt, nur wenn Ian... Asghan, alles wird gut und einen schönen Gruß von Ian. Na gut, wenn Ian die Verantwortung übernimmt, aber nur unter einer Bedingung. Spuck's aus, was für eine Bedingung? Besorge erstmal 2 bis 3 Templer zur Verstärkung. Ich will nicht alleine hier stehen, falls die Crawler aus dem Schacht kommen. Jo, das ist verständlich. die würden da ein Festmahl kriegen. Gut, also 3 Templer.
Ich weiß schon, welche wir da auswählen werden. Witzigerweise gibt es auch genau drei Templer, die einen Namen haben. Und diese drei Typis werden wir jetzt mal anquatschen, bitten uns hier zu helfen. Umso mehr, umso besser. Drei wären gut, um gewisse Unfälle vorzubeugen. Alle Minecrawler werden wir jetzt nicht erwischen am Anfang, weil, ja, das werden wir dann schon sehen. Goanakosh. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Ich weiß, wo das Nest der Crawler ist. Und werde hineingehen und etwas suchen, aus dem Kalom ein stärkeres Elixier brauen kann. Dann wirst du meine Klinge brauchen. Ich bin dabei. Gut. Wir treffen uns beim großen Durchgang. Sehr nett. Vielen Dank. Goanavit, ne? Oder so. Ja. Haha. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und weiß, wo sich das Nest der Crawler befindet. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei. Der Kampf gegen Crawler kostet Blut. Wenn du mir einen Heiltrank bringst, bin ich dabei. Einen schönen Rock hast du an. Heiltrank geben. Hier, vielleicht hilft dir das. Danke. Du kannst auf meine Stärke zählen. Wir treffen uns unten bei Askan. Ich werde dort sein. Hip hip hurra. Und den letzten, nicht Trottel hätte von oben anfangen sollen. Der braucht so lange, bis er runterhatscht. Naja. Nobody is perfect. Und die Zocker baut ihrer sowieso nicht. Wohohoho. Da hatscht er. Wieder auf und ab. Hatsch, hatschi, hatsch, hatsch. Hatsch den ganzen Tag. Servus. Gornabar. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin auf der Suche nach Sekret für Kalom und glaube zu wissen, wo das Nest der Crawler ist. Wenn der Durchgang geöffnet wird, bist du dabei? Das Nest der Crawler. Endlich. Mein Schwert kämpft für dich. Hurra. Wenn du noch das in der Hand hast, um das zu führen, bin ich glücklich. Ansonsten, du hast einen Zweihänder. Ich würde so... Was ist das? Ja, ich würde so auch nehmen. Kannst du eigentlich gleich rüberwachsen lassen. Ich weiß schon, jetzt mache ich die ganzen schönen Schwertkämpfersprüche kaputt. Tut leid. Tut mir leid. Meine Klinge dürstet es nach Blut. Erdbeersaft. Und Waldbeersoße. So. Der raucht sich wieder mal einen weg. So, das braucht jetzt ein Zeitl, bis der Zipfelklatscher da jetzt runter gehatscht ist. Wir können auch schon mal in die Richtung gehen. Und uns noch eine kleine Jause gönnen. Und dann wird er wohl schon auf dem halben Weg sein. Ich Esel hätte ihn zuerst anquatschen sollen. Naja. Eins und zwei. Ist finster. Kuckuck. Ach ja, Essen. Also, Mahlzeit. Bam, badam. Mit der Waldbeere wäre lecker. Was nehmen wir noch? Nehmen wir noch eine Beere. Jam. So. Ah, da kommt der eh schon. Boah, der war jetzt aber schnell. Wahrscheinlich ist er vom oberen Stockwerk runtergejumpt, wie so ein, weiß ich nicht, Flash oder so. Sehr schön. Das freut mich, weil dann können wir im nächsten Part dann gleich uns hier in die Finsternis stürzen. Jawohl, ja. Alle drei sind bereit, so gefällt mir das. Und der Part neigt sich ja auch schon wieder dem Ende zu. Ja,
ich bin jetzt ein Schweinchen. Ich beende hier den Part und im nächsten werden wir uns den Viechern stellen und mal nachschauen, was im Nester Minecrawler auf uns wartet. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!